Hallo zusammen, willkommen zu meinem ersten Tour-Vlog. Wir waren vor einiger Zeit mit Elveti auf Nordamerika-Tour. Wir haben 29 Shows in 40 Tagen gespielt. Also die Tour ging 40 Tage lang und wir haben das Ganze in den USA begonnen, waren dann zwischendurch für ein paar Shows in Kanada und dann zum Schluss eben noch in Mexiko. Und in diesen letzten paar Tagen in Mexiko habe ich so ein bisschen gefilmt und ja, das jetzt zusammengeschnitten für euch, damit ihr hoffentlich einen kleinen Einblick in unser Tourleben bekommt. Ich möchte eigentlich nicht zu lange reden und euch eigentlich einfach viel Vergnügen wünschen. Also viel Spaß und ich hoffe, es gefällt. Hallo zusammen, liebe Grüße aus Monterrey. Ich nehme euch so die nächsten paar Tage ein bisschen mit und zeige euch, was bei uns so läuft hinter den Kulissen, wenn wir auf Tour sind mit Elu. Das ist eigentlich so mein erster Tour-Vlog. Ich weiß noch nicht, ob es dann wirklich gut kommen wird. Ich hoffe es. Ich gebe mir Mühe. Ich sehe im Moment sowieso noch ein bisschen verschlafen aus. Das werden wir jetzt aber dann bald ändern. Good show. Good show. Jan, wie war die Show für dich? Erklär mal so in drei Worten. Super aufregend, mega heiß, wie man sieht. Ich triefe und energiegeladen. Super Show, auf jeden Fall. Wir sind dann in San Luis angekommen. Wir haben im Hotel eingecheckt und unsere Crew ist in den Club gefahren, um aufzustellen. Es ist aber so dann gekommen, dass wir eine Info gekriegt haben und es hieß, es ist nicht sicher, ob wir in diesem Club wirklich spielen können, denn es gibt Sicherheitslücken auf der technischen Seite. Man hat dann probiert, diese Probleme zu lösen, ist dann aber zum Entschluss gekommen, dass wir eine Alternative benötigen. Das heißt, man musste dann einen Club finden, in dem man am gleichen Abend noch spielen kann. Und ihr müsst euch vorstellen, was das für eine unglaubliche Herausforderung ist, einen Club zu finden, der erstens mal in der Nähe ist, noch frei ist für diesen Abend und auch von der Größe her, von der Kapazität her auch noch irgendwie passt. Also ich persönlich habe nicht damit gerechnet, dass das irgendwie umsetzbar ist, aber ein paar Stunden später hat unsere Crew dann in einem neuen Club aufgebaut. Und wir haben dann dort am gleichen Abend noch gespielt. Das Ganze hat sich dann ein bisschen verzögert, also wir haben dann ein bisschen später gespielt als geplant, aber die Show war ein voller Erfolg und es war ein mega cooler Abend.
Also man sieht an diesem Beispiel hoffentlich so ein bisschen, um das geht es mir nämlich, euch zu zeigen, dass manchmal auf Tour alles anders kommen kann, als man eigentlich ja geplant hat oder gedacht hat, und dass es dann einfach mega wichtig ist, das Beste aus der Situation zu machen. Ich habe bewusst kein Videomaterial von diesem Abend jetzt hier ja in den Vlog reingeschnitten. Erstens mal will ich aus ja, Respekt vor allen Beteiligten, weil es war wirklich ein mega chaotischer und ja, stressiger Abend, und ja, das Videomaterial war dementsprechend auch nicht wirklich gut. Deswegen habe ich gedacht, ich lasse es lieber weg. Aber trotzdem wollte ich euch die Geschichte erzählen, denn ich fand es irgendwie noch spannend und auch mal gut, ja, diese Seite zu sehen. Hallo zusammen, hey, wir sind unterdessen in Leon angekommen. Wie ihr vielleicht an meiner Stimme hören könnt, bin ich ein bisschen erkältet. Ich hoffe, ja, ihr versteht mich. Ja, heute läuft soweit alles nach Plan. Also wir gehen jetzt ja, den Soundcheck machen. Noch zu gestern. Die Show war am Ende eigentlich gar nicht so schlecht. Also klar, war sicher eine mega Herausforderung, vor allem für die Crew, aber hey, wir haben es möglich gemacht und die Fans waren, glaube ich, happy. Also sicher nicht die beste Elu-Show im Ganzen, ne? Den Umständen entsprechend natürlich, aber ich hätte gesagt, wir haben das Beste daraus gemacht. Shit. Das ist das Werk von mir, ne? Ja, das warst du. Gerade im Starbucks passiert. Wir mussten Fotos machen mit Leuten, die ganz bestimmt Elu nicht kennen. Also haben sie gecheckt, dass ihr eine Band seid und dachten, dann haben sie gedacht, wow. Ich glaube, sie dachten, Raffi sei David Guetta oder so. Sorry, Raffi.